In Hoyerswerda soll ein sogenannter Forschungscampus der Technischen Universität Dresden entstehen. Dabei handelt es sich um ein Landesprojekt, bei dem die Themenbereiche autonomes Fliegen und Fahren sowie autonome Agrarwirtschaft im Fokus der Forschung stehen. Autonomes Fliegen, dort geht es um Drohnen und andere Dinge, die aber nicht draußen getestet werden, sondern in einer hypermodernen großen Halle von Ausmaßen 100 mal 100 und 30 Meter Höhe, wo jedes Klima und jedes Wetter drin abgebildet werden kann. Der Forscher muss also nicht warten, dass es schneit, der Forscher muss nicht warten, dass es regnet, das ist da drin abbildbar. Autos, Autonome werden wenig herumfahren, wird man wenig sehen. Auf einer langen Teststrecke, über 2 Kilometer wird es das geben. Aber ansonsten ist Ziel des autonomen Fahrens ein Prüfstand, der heute schon in Prototyp da ist, aber nicht in Funktion. Ein Prüfstand, wo jedes zukünftig in Deutschland zugelassene autonome Auto hier bei uns zukünftig sein TÜV-Siegel bekommen wird. Nicht jedes einzelne, aber der Typ, dass er als autonomes Fahrzeug in Deutschland fahren darf. Voraussichtlich soll der Forschungscampus im Industriegebiet Zeisig angesiedelt werden. Die dazu erforderlichen Flächen sind laut Ruban C. vorhanden. Dies gilt jedoch nicht für den Bereich autonome Agrarwirtschaft, für den landwirtschaftliche Flächen benötigt werden. Dazu sind wir im Joint Venture, wir mit der Gemeinde Loser, weil die TU will nicht ein eigenes Feld haben, will nicht eigene Flächen bewirtschaften, sondern die TU möchte dann mit vorhandener Wirtschaft, mit vorhandener Landwirtschaft das auf den Flächen auch ausprobieren, dort wo sich die entsprechenden landwirtschaftlichen Betriebe auch dazu bereit erklären. Das Vorhaben ist offenbar auch ein wichtiger Bestandteil zur zukünftigen Entwicklung der Technischen Universität Dresden, ist sich Hoyerswerdas Oberbürgermeister sicher. Wichtig ist mal zu sagen, dass diese drei Säulen tragend für den Exzellenzstatus unserer Technischen Universität in Dresden für das Jahr 2026 sein wird. 2026 ist das ein Bestandteil des Exzellenzstatus, das heißt für uns ein langes, dauerhaftes Dasein und nicht nur sporadische Forschung. Bereits im kommenden Jahr soll mit der Realisierung des Projektes begonnen werden. Bis zu 300 neue Arbeitsplätze könnten durch den Forschungscampus entstehen.